Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 3. Wir werden jetzt mal auf der Heimatwelt der Quarianer landen und den Admiral retten und die Guest-Server abschalten. So, was mache ich denn jetzt zuerst? Ja, retten wir erstmal den Admiral. Wen nehmen wir mal mit? Ja, natürlich Tali und nehmen wir mal Gauss mit. Ist ja schließlich ihre Heimatwelt, ne? Commander Shepard, hier Admiral Zane. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ran auch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen! Das dürfte die Sache interessant machen. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. So, das ist bestimmt ein schönes Gefühl. Warum haben wir jetzt kein... Naja, egal jetzt. Gut, dann nehmen wir mal alle Brandmunition, egal, scheiß drauf. So, wo muss ich denn jetzt hier nun mal entlang? Störtürme. Clever. Was würden die wohl machen, wenn wir mit ein paar Asteroiden ankämen? Sie wollen Meteoriten auf Runoch einschlagen lassen? Damit wäre jedes Leben unmöglich. Der Staub würde sich legen und die Anzüge haben sie ja sowieso schon. Gut, dann schauen wir uns hier mal weiter um. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Sarkoris anfunken, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Oh. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Ich hasse diese Dinger. Geth, unter uns. Jetzt nicht mehr.
Ja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Hallo? Ach, hier. Okay, alles klar. Dann latschen wir mal durch die Pampa. Da werden Gäste abgeworfen. Ja, ist er. Oh Mann, ey, ich das hasse. Flugabwehrgeschütze direkt vor uns. Aua. Ey, wo? Anscheinend hat das Geschütz eine Steuerkontrolle. Sehen wir uns die mal an. Will ich jetzt aber nicht für meine Waffe haben hier. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Charlie, das ist Ihr Job. Kein Problem. Da kommen Geld! Dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, hier wieder durch die Pampa, ne? So, Leute, diesmal. Okay, alles klar. Geht nicht. Da muss ich jetzt hier lang. So, hier ist auch noch irgendetwas. Shepard, hier ist jemand und er lebt. Alles okay. Wir sind hier. Sie haben meine Nachricht empfangen, habe ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hutst. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Bewegen Sie sich nicht. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn, sagen Sie Jonah, dass sein Vater
es auf die Heimatwelt geschafft hat. Armer Kerl. Das werden wir. Ohne sie sanft, Dawn hat's was Runner. Auf zu diesem Turm. So. Der arme Kerl ist jetzt nun leider... Ah ne, Quatsch. Ich muss ja jetzt in die Richtung hier. So, wollen wir mal gucken hier. Wir nehmen uns die Steuerung des Geschützes an. Wir können es bestimmt deaktivieren. Na, das will ich doch hoffen. Warte mal, wo kommen wir denn jetzt hier eigentlich hier hin? Toll. Wer soll das Geschütz übernehmen, Shepard? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Sie sollten das Geschütz bemannen, Shepard. Wo? Uns das letzte. Geld an der Tür. So. So, ich nehme an, ich muss jetzt ja, jetzt da drüben am besten hier ja an hier durch die Tür durch, ne? Oh, ihr blöden Blecheimer. Shepard. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. So, ich bemanne hier mal wieder das Geschütz. Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Wir
Commander Shepard, Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Sie sind ein Feigling. Wir brauchen einen Friedensstifter. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Hab ich gesehen. Hinter Ihnen! Gehen Sie in Deckung! So! Das war aber knapp. Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und, werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine voll entwickelte KI. Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Das stimmt. Commander!
Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor Ihnen zu schützen. Vielleicht müssen Sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Geth in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff... Ja, wen unterstütze ich denn jetzt nun? Ach, und egal. Dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir uns anschauen... Ach, egal. Admiral Garrel hat recht. Ein Rückzug würde die ganze Flotte gefährden. Wenn Sie das sagen, Commander. Gut. Sie bekommen Ihre Schiffe. Danke, Ran. Sie bekommen sie einwandfrei wieder zurück. So, was haben wir denn jetzt hier? Erste Flotte der Allianz. So, was war denn jetzt hier noch? Ach ja, jetzt. So, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Oh ne, hier ist der Tali, mit der kann man ja auch nochmal reden. Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn sie es sind, Shepard. Wir reden später, Tali. Natürlich. So, wie jetzt noch mal Legion, kann man mit dem auch noch mal quatschen? Shepard, Commander. Oh, nicht wir reden später. Wir bleiben so lange hier. Gut, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.